Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Heute bei Fresh Angezockt spielen wir Tavern Tycoon. Wir bauen uns unsere eigene Taverne. Machen wir mal very easy zu Beginn. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, deswegen erstmal leicht anfangen. Später kann man immer noch hochstellen, würde ich sagen. One in Vinus Wisdom. Okay. Also, in Wein ist Weisheit. Ich sollte mehr Wein trinken. Ich habe noch eine Flasche Rotwein. Eigentlich sollte ich die dazu jetzt trinken, oder? Aber nein, die kommen maximal in einen schönen Braten oder so als Soße. Oh, das wäre fett. Welcome to your first tavern. Get the tavern up and running by placing a bar, a guest room and a kitchen. Then place tables and a reception desk and hire maidens and a clerk. It would be best to build a rest room and a staff room as well. Okay, 500 Reputation müssen wir kriegen und 2000 Gold. Ja, kriegen wir doch hin, oder? Wie baut man was? Okay, hier ist Funiture. Hier gibt's eine Bar. Kann man die irgendwie drehen? Ah. Okay, hier kann man Leute anstellen. Ein Barkeeper. Was gibt's hier? Okay. Wir haben ganz schön große Taverne, finde ich. Ah, da ist... Ne, hier sind zwei Eingänge, okay. Let's try to build a kitchen. Kitchen. 6x5. Play Store. Kann man hier irgendwie eine Etage runtergehen? Weil wir sind hier eine Etage zu weit oben, oder? Ah, doch nicht. Nee. Sah nur so aus. Ah, hier ist sowas. Okay, jetzt brauche ich noch irgendwie einen Koch oder so, oder? Okay. Unser Long Sideboard. Hier wahrscheinlich. Oder wo? Okay, erstmal stellen wir noch. Ah, die kochen das sogar. Das ist nice. Dann brauchen wir aber noch natürlich Tables hier. Müssen wir erstmal kaufen. Und dann nach und nach setzen hier. Okay, da gibt es auch ja, Mitbewerber, die gegen uns kämpfen. Oh, das wollte ich nicht. Nein, was Falsches geklickt. So. Gucken wir mal, was wir noch brauchen. Ein Gastraum wäre ganz nett, würde ich sagen. Der kommt direkt neben die Küche. Machen wir auch 6x5. Kann man das auch irgendwie drehen? Was ist das hier? Ein Teppich, oh. Okay, wo kann ich denn... Ah, hier kann man Tavern machen, glaube ich. Oder? Ich kann hier nichts einstellen. Okay. Warum geht die Tür nicht auf? Ach, die ist gerade noch egal. Da kann man wahrscheinlich was freischalten später noch.
Jetzt kann ich hier, glaube ich, auf das Schild drücken, oder? Full Tavern Name, Fresh White, Fette Taverne. Set Name. Okay, wir brauchen eine Rezeption. Wie baut man die? Reception Desk, hier. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine, die das für uns macht, oder? Clerk. Ich habe 3 Nachrichten. Okay, hier kriegt man so Reports und so. Das passt. Was kann man noch bauen? Fireplace, Standing Clock. Oh, ein Piano. Piano muss natürlich überall sein. Eine Performing Stage. Was ist das? Das ist das Ding, das wollte ich hier hinstellen, so ungefähr. Ein Piano. Das stelle ich natürlich zur Belustigung der Leute hier auf. Und eine Stage. Die kommt ungefähr hier hin, würde ich sagen. Dann fangen die Leute hier an zu essen und so. Das ist ganz praktisch. Und ich verdiene mein Geld. Der hat fertig gegessen. Brauchen wir noch vielleicht eine zweite Maiden, sag ich mal. Zack. Und natürlich brauchen wir auch einen, der hier repariert ein bisschen. Und ich habe gerade gesehen, man kann da verschiedene einstellen. Hier kann man sich aussuchen, wen man nimmt. Und die haben verschiedenes Potenzial. Dementsprechend hätte ich hier vielleicht A+ nehmen sollen. Der ist aber natürlich teurer dann. Okay. Warum fliegt ein Hut? Achso, Leute, Hut fliegt gar nicht. Das ist ein Typ, der da läuft. Gucken wir mal, was wir noch bauen können, so an Räumen. Ein Stuff Room brauchen wir. Hier kommt ein Stuff Room hin, oder? So, brauchen wir keine Toiletten eigentlich? Oh. Restroom, doch, hier. Wie groß muss ein Restroom sein? 4x5. Gott, ich brauche mehr Platz hier. Ja. Kann man hier noch mehr Gebäude setzen? So, fertig. Da ist der Restroom. Wichtig, wichtig. Fun Fact übrigens. Die Wände von den Toiletten sind höher als die Wand überhaupt. Ja, da muss auch schon der Erste auf Klo. Gut, dass wir es gebaut haben. Oh, es fängt an zu regnen draußen. Das ist natürlich nicht so nice. Bauen wir mal das hier, was auch immer das ist. Wir haben die Tür jetzt hier ein bisschen kacke gebaut. Okay, es braucht 5x5. Oh Gott, was habe ich da gemacht? Zack. Was kommt da rein? Play Store. Oh, erstmal eine Tür natürlich. Ah,
Hallo, ich drück doch die ganze Zeit. Runestage. Hier ist ne... Ah, hier hätte ich spawnen können. So. Dann ist der Raum auch fertig, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Ich bin hier schon fleißig am Bauen. Und wir kriegen auch immer mehr Gäste hier, die hier rumwuseln. Und unser einer Typ ruht sich aus. Okay. Habe ich schon einen, der hier schläft? Nee, gerade schläft hier keiner. Lustig wäre, könnte ich den beklauen, so die Sachen einfach wegklauen. Oh Gott, da war jemand kacken. Oder da ist noch jemand kacken. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall stinkt's da. Ja, 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 oh, wir haben einen Gast. Habe ich das Bett falsch rum aufgestellt oder schläft er einfach falsch rum? Ne, ich habe es, glaube ich, falsch rum aufgestellt. Okay, dann ist das voll. Dann kann man das verstehen. Man braucht ganz schön viel Platz für die Sachen alle. Man kann nicht alles bauen, sag ich mal. Nein, eingesperrt. So. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal langsam ans Geld verdienen kommen und mehr Geld verdienen natürlich. Deswegen holen wir uns hier noch ein paar Tables. So, dann können wir auch mehr Gäste beherbergen, sag ich mal. Warum steht das eigentlich nicht auf dem Schild da? Zack. Zack. Okay, passt nur fette Taffen, nicht fette Taverne. Eieiei. So habe ich mir meine erste Taverne vorgestellt, Freunde. Wolltet ihr auch schon immer eine Taverne haben? Ich wollte früher in der Tat mal Koch werden. Das Problem ist, in der Kochausbildung muss man relativ viel putzen und so. Und darauf hatte ich keine Lust. Und deswegen bin ich kein Koch geworden, sondern Informatikkaufmann. Lol, Fun Fact, die Bühne steht falsch rum. Oder der Typ steht falsch rum da drauf. Oh Mann, ich habe heute echt irgendwie Glück mit den Sachen falsch rum platzieren. Aber naja. Kann man hier irgendwie noch... Draußen was? Ne, draußen kann man nichts. Kann man hier vorne? Ne, das muss man wahrscheinlich erst freischalten. Was kann man denn überhaupt noch bauen? Spar Office. Kann man hier irgendwo ein Office hinbauen? Passt das hier irgendwo noch hin? 5x5 ist das ja. Das wäre 5x5, aber hier sind zu viele... Ja, hier kann man nicht direkt bauen, weil hier halt immer irgendwelche Türen sind, die offen sein müssen und so. Das habe ich vielleicht ein bisschen schlecht geplant, würde ich mal so sagen. Dann hoffen wir mal, dass die Taverne jetzt gut läuft. Bis wann muss ich die Ziele überhaupt erreicht haben? Gibt's hier irgendwas? Ich habe gerade keine Dings. Research... Okay, die erforschen gerade beides so mehr oder weniger. Bis wann muss ich die Ziele erreicht haben? Manage, steht das hier vielleicht? Nein. Ja, man kann den Bonus geben, dass man, dass die ein bisschen freundlicher sind. So, dann sind die ein bisschen besser gelaunt natürlich. Das ist immer wichtig, dass die gute Laune haben, die Mitarbeiter natürlich auch. Und ja, was soll ich sagen? Wo sieht man die Ziele? Kann man das hier irgendwo mit Escape? Level Objective. Get the Tavern up and running. 2000 Gold, 500 Reputation.
Wo steht denn, wie viel Reputation ich gerade habe? Hier, 217. Da müssen wir noch einiges arbeiten, Freunde. Können wir noch ein bisschen Stuff hier anheiern. Was gibt's denn so Cooles, was man... Clerks sind ja eigentlich nur dafür da, für die Dings, wirklich. Gerade kein guter Bartender am Start. A minus, lol. Die kostet natürlich auch einiges, gar keine Frage. Aber natürlich wird dadurch die Reputation wahrscheinlich steigen, wenn die hier geiles Zeug abliefert. Und idealerweise meine Gäste gut beliefert. Jetzt ist es schon 238. Nur weil ich eine neue eingestellt habe oder so. Kann man das hier irgendwie auch drehen, das Ganze? Nee, das ist ein bisschen schade. Zumindest weiß ich nicht wie. Nicht mit den Standard-Maus-Sachen so. Wie man was dreht. Kann man sich hier den irgendwie angucken? Nee. Besucher kann man auch nicht angucken. Das ist halt alles noch Early Access auch. Also da kommt bestimmt noch ein bisschen was. Aber derzeit kann man halt ein paar wichtige Sachen nicht, würde ich sagen. Ich kriege hier ganze Zeit irgendwelche Reportings und was weiß ich. Gruppenresse. Oh, da muss ich mal reingucken. Can't be worse. Okay. Also in die Nachrichten sollte ich mal immer reingucken. Weil sonst verliert man einiges. Sag ich mal. Besonders die Gruppenreservationen waren jetzt natürlich. Ja, ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier noch einen Typen anstellen: einen Handyman. Wer ist der Beste? Lol, wie viele auf einmal kommen? Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott, das geht so schief. So viele Leute kann ich doch gar nicht beherbergen, weil ich die ganzen Gruppenreservationen angenommen habe. Oh no. Wie soll ich denn das schaffen? Wir brauchen neue Tische. Gott, ey. Auf einmal sind hier 5000 Leute. Und wir brauchen mehr Mitarbeiter. Und noch einen neuen Bartender. Gott, ey. Auf einmal sind hier richtig viele Leute. Alter Schwede, was habe ich getan? Noch mehr Stuff. Die muss ja auch irgendwo hinterher kommen hier. Noch mehr Stuff. Wir brauchen noch Handymans auf jeden Fall. Hier ist noch nicht sauber genug, definitiv. Das wird so teuer und ich werde das Geld definitiv verlieren wahrscheinlich, aber alter Schäne. Die müssen ja alle irgendwie beherbergt werden hier. Also Geld gibt's auf jeden Fall ordentlich hier rein. Reputation ist jetzt nicht ganz so top, würde ich sagen. Man hört nur dieses Feggeräusch, weil die alle hier gerade am Fegen sind. Uiuiui, hier haben wir noch 3 E-Mails. Komm, machen wir noch eine Gruppenreservation. Das passt schon. Income ist noch nicht so gut. Monthly Expend... Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich, was ich ausgegeben habe, so an Sachen. Und diesen Monat sollte das, das Einkommen, glaube ich, ganz okay sein, denke ich.
Werden wir gleich sehen. Wie der Teller da hochgeschwebt ist. Die Toiletten sind auf jeden Fall gut besucht, würde ich mal sagen. Oh Gott, der ist kacken. Eieiei, Freunde. Also die eigene Taverne rennt, würde ich sagen. Die rennt. 300 Reputation. Der eine hat gerade 45 Dollar bezahlt für ein Essen. Oder 45 Münzen, sag ich mal. Leute, ja. 1600. Wie viel Geld ich einfach zahle für dieses fucking Dings, ne? Da muss ich auf jeden Fall krasse Einnahmen jetzt haben, damit das hinhaut. Eine E-Mail. Gruppenreservation, komm. Da geht noch was. Hier können noch ein paar Leute rein, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr dazu? Wo kommen die? Wann kommen die? Man weiß es nicht. Ja, hier muss dringend angebaut werden. Das passiert dann wahrscheinlich in Level 2, dass man das hier noch kriegt und so als Gästehaus nutzt oder so. Komm jetzt mal die Gruppe. Ah, hier ist die Gruppe. Okay. Ich brauche natürlich Cash jetzt erstmal. Also das ist natürlich erstmal so Priorität 1, sag ich mal. Dass wir Cash rankriegen. 329 haben wir Value. Die Reputation. 329 haben wir Reputation. Value ist hier. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwann noch mehr Tische ranholen. Ein paar Tische schaden ja nie, ne? Man hört nur diese Fake-Geräusche. Was ist hier los? Okay, ich habe einen Bug entdeckt, Freunde. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Ich glaube mal nicht. Ein paar wollen in die eine Richtung, ein paar in die andere. Und dann stellen sich alle so nacheinander hin. Da können wir hier mal eigentlich Repositioning machen. Wie macht man das jetzt? Okay, scheinbar gar nicht. Habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Ich weiß es nicht. Sieht ganz so aus. Ich kann nämlich nichts mehr machen. Aber die Folge ist auch schon über 20 Minuten. Von daher würde ich das in der Tat hier beenden. Meine kleine Taverne läuft relativ gut. Natürlich brauchen wir ein bisschen mehr Cash. Aber das mache ich dann irgendwann, wenn ich mal Lust habe. Von daher, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und rein. Ciao.